Hallo und herzlich willkommen. Nachdem ich mir für dieses Projekt alle benötigten Teile zusammengesucht hatte, konnte ich mit dem Bau beginnen. Warum einen originalen Kompressorkessel? Er ist bauartbedingt geprüft, zugelassen und verfügt über sämtliche benötigten Anschlüsse. Vor der Verwendung habe ich ihn mit Säure innen komplett gereinigt und entrostet. Angefangen, sämtliche Anbauteile, Aufkleber zu entfernen und den kompletten Behälter anzuschleifen mit Schleifvlies. Mit dem Schleifvlies sollte man akribisch auch in den Ecken arbeiten, um danach eine bestmögliche Haftung beim Grundieren und Lackieren zu haben. Nach dem Anschleifen kommt das Entfetten, wahlweise mit einem Entfetter, Lackreiniger oder Silikonentferner, damit, wie man auch am Lappen sieht, sämtliche Verschmutzungen und Verunreinigungen entfernt werden und die Oberfläche fettfrei ist. Auch sollte man ab dann das zu lackierende Teil nur noch mit Handschuhen anfassen und nicht mehr mit bloßen Fingern, um Fettverschmutzungen und eventuelle Haftprobleme danach zu vermeiden. Nach dem Auftragen der ersten Schicht Grundierung wurde diese direkt wieder angeschliffen, an allen Stellen, die fehlerhaft sind oder Einschlüsse zu sehen waren. Dann erfolgte das Auftragen der ersten Lackschicht, auftragen, polieren oder in dem Falle eher lackieren, schleifen. Nach einigen Schichten war die Oberfläche zumindest in Ordnung, wenn auch nicht perfekt, aber das Gerät sollte ja auch benutzt werden am Ende. Die Standard-Plastikräder an den Baumarktkompressoren stören mich so, dass ich beschlossen habe, eine Alternative zu nutzen. Dazu wurde die Radachse mit einem Rohrschneider abgeschnitten, mit Unterlagscheiben unterlegt, damit mit einer passenden Innenwelle die Räder sauber sitzen. Da die Welle länger war, wurde diese gekürzt, mit einem Akkuschrauber eingespannt und mit einem Geradschleifer eine neue Nut für einen C-Clip eingeschnitten. Da die Räder über ein Kugellager verfügen, laufen diese absolut spielfrei und ohne zu wackeln. Benötigt man den Kompressor zum Betrieb von einem Schlagschrauber, sind die Kühlschrankkompressoren vom Durchfluss nicht ausreichend. Soll er nur geräuschlos sein, sind sie dagegen ideal. Beide Kühlschrankverdichter, die ich erhalten habe, wurden erstmal vom Kabelwirrwarr befreit und deren Funktion getestet. Nach dem Ablassen vom Öl wurden alle Anschlüsse mit einem Rohrschneider abgeschnitten, die Anschlussstellen selbst entgratet und etwas angeschliffen. Da der Abgang von beiden Kompressoren 7 mm beträgt, ich aber gerne Pneumatikschläuche verwenden würde, musste ich diesen dann auf einen geraden Außendurchmesser erweitern. Wie man hier sieht, erstmal mit Flussmittel vorzinnen. Auch gerne etwas schneller. Und dann mit dem Brenner das Flussmittel anheizen, bis sich das enthaltene Lot leicht verteilt.
einmal abwischen, wenn es silbrig ist, ist es in Ordnung. Und dann mit sanfter Gewalt auch das Röhrchen auftreiben. Dieses wird jetzt von außen und von innen angelötet. Sieht man hier leider schlecht wegen der Kamera. Als Trägerplatte habe ich eine 20mm Siebdruckplatte verwendet. Beide Kompressoren wurden dann erstmal positioniert und ausgerichtet, damit sie im Betrieb nicht aneinander kommen können. Als Puffer hätte ich gerne die Originalen verwendet, da diese aber Rechteckaufnahmen haben auf der Unterseite und mit Halteklipsen nur an Blech haften, habe ich mich dann für andere Puffer entschieden. Hier sieht man dann auch die M6 Gummipuffer, die abgesenkt eingesetzt werden und von der Unterseite dann verschraubt. Als Verstärkung für die Trägerplatte habe ich Winkelprofil verwendet. Dieses vorgemessen mit 45 Grad Winkeln ausgeschnitten, über dem Schraubstock die Kanten umgefalzt und dann mit Max-Schweißgerät und Nogas-Fülldraht mal schweißen geübt. Das Endresultat ist nicht schön, aber funktional haltbar. Die Trägerplatte wurde dann ebenfalls lackiert und der Außenrahmen verschraubt mit der Holzplatte. Die Kompressorhalter wurden aus Flachstahl gebohrt, geschnitten und lackiert. Nun geht's auch endlich an die Montage. Hier sieht man neben Druckschalter, Druckregler auch noch Überdruckventil und Druckanzeige. Als erstes muss das Rückschlagventil angeschraubt werden, da die Trägerplatte ansonsten den Winkelanschluss verdeckt. Bei der Montage habe ich zum ersten Mal Gewindedichtfaden verwendet. Das sollte mir später noch das ein oder andere Problem bereiten. Jetzt kann auch die Trägerplatte dran. Hier sieht man auch gut den Abstand zum Rückschlagventil. Zur Montage der Kompressoren hat mir ein Kumpel ABS-Distanzscheiben gedruckt. Diese passen den Unterschied der Höhe und der Breite von den Löchern der beiden Verdichter an.
da ich die Originalverkabelung vom Funktionstest bei beiden Kompressoren dran gelassen habe, konnte ich nun zwei kurze Leitungen mit aufgeklemmten Kabelschuhen nach vorne legen. Die Originalkabel wurden nun ausgetauscht und die Kabel einfach 1:1 umgeklemmt.
Wer meine Videos kennt, weiß ja, welchen Lieblingsmotorradhersteller ich habe. Als Motorradfahrer gehört an so ein Ding kein Messingfilter, sondern da muss einfach ein Luftfilterpilz drauf. Danach habe ich dann auch noch gemerkt, dass ich auf der falschen Seite vom Kompressor den Luftfilter drauf habe, wurde dann später noch korrigiert. Nun ist das Ding fertig, Funktionstest. Läuft soweit ordentlich, läuft auch verhältnismäßig ruhig, auch wenn es mit dem Handy nicht wirklich rüberkommt. Auch das Wiedereinschalten wird noch probiert, also Schlauch dran, etwas rumblödeln, dass die Luft auch leer wird und dann schauen wir mal, ob die Schalthysterese funktioniert. Wer jetzt auch schön die Lautsprecher oder Kopfhörer aufgedreht hat, selbst schuld. Auch das Wiederanlaufen funktioniert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, eine gute Zeit und bleibt gesund.